Oh, da sind wir wieder mit SCS Software Euro Truck Simulator 2 Version 1.48 oder so. Ja, letzte Folge ein bisschen kurz, weil Kopfhörer sich verabschiedet. Also nicht wegen Akku, sondern keine Ahnung warum. Oder Filmlevel des Bluetooth sich verabschiedet. Man wird es nie erfahren. So, genau. So, jetzt haben wir wieder zwei neue Fahrer. Also, die müssen wir noch einstellen. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, letztens haben wir die beiden Fahrer hier dazu bekommen. Du machst mal bitte erstmal Fernfahrt. Du kannst erstmal ausgeglichen bleiben. Warum hat die immer noch keinen neuen Punkt dazu? Ich denke, was macht die in der ganze Zeit? Ja. Die hat schon 85 Tage, oder die ist schon 85 Tage gefahren. Oder? Ach nee, das ist einfach allgemeiner Tag, also der Ingame-Tag. Nicht ihr. Also, dass sie schon 85 Tage dabei ist. Ja, weiß ich nicht. Warum haben wir kein Fahrtenbuch? Wir waren illegal. Genau. Aber mal gespannt, wie die sich jetzt noch schlagen. Wie viel Geld die uns einbringen. Das sieht ja schon wesentlich besserer aus hier bei den Damen und Herren. Nice. Okay. So. Das heißt, gucken wir mal ganz kurz, was wir jetzt in den Auftrag nehmen. Frachtmarkt. Wir können natürlich einfach direkt von hier aus fahren. Oder wir gucken mal, was es noch so gibt. Hier zum Beispiel gibt es einen schönen Auftrag. Einmal quer durch die Pampa. Ja, das könnte man auch machen. Ich guck mal hier erstmal von der näheren Umgebung. Was gibt's denn hier? 25.000. Oh, hier gibt's auch eine. Ja. Na gut, alle andererseits 3.000, das werden wir den paar Folgen nicht schaffen. Eben so lange Aufträge können wir leider nicht machen. Der hier, 1400 Kilometer, klingt schon realistisch, das ist aber in Deutschland. Da habe ich so gar kein... Hier geht's wieder zurück nach Bergen. Ich meine, okay, ja, kann man machen. Da 500 Kilometer. Das klingt doch noch ein schöner Auftrag. Das klingt doch noch einem schönen Auftrag. Let's go. So. Achso, wir gucken erstmal. Wir sollten vielleicht doch erstmal pennen, weil wir sind doch schon wieder halb müde oder so. Hat sogar mehr. Ja, nee, komm. Dann brechen wir das Ganze mal ab. Dann gehen wir erstmal pennen. Müssen wir hier in der Nähe gut können. Da ist ja Werkstatt direkt. Können wir mal wieder unseren LKW reparieren. So kaputt dürfte er nicht sein, aber ja. So, wir kommen hier am dümmsten raus. Am dümmsten einmal hier schon Kreis ziehen. Ungefähr so. Ach so. Hier, das ist direkt die Werkstatt. Thank you.
So, Wartung. Wow, auch schon wieder 2000. Ah, okay, gut, aber das ist eigentlich nur die Reifen. Die anderen Sachen ist halt nur so Standardverschleiß. Aber das auch schon mal. LKW-Konfigurator. Nö. Wobei ich schon drauf und dran bin, mal wieder mit unserem Hatsune Miku-LKW zu fahren. Ne? Ich meine, der LKW ist schön und alles, ja, aber. Weißt du was? Wir fahren mal sonst nach Hause. Da ist unser Zuhause. Nein, da ist unser Zuhause. Schnellreise? Ja. Schon wieder 700 Euro. Ach, guter Schein aber. So, da haben wir, da haben wir mit dem LKW ein bisschen Strecke gemacht. Ich meine, wir könnten mal wieder gucken, so wegen anderen Missionen so. Zeit zu gehen. Also, freie Missionen und so. Warte mal da kurz. Ich verstehe mal nicht, warum, wenn man die Schnellreise zur Werkstatt macht, der immer den Auflieger abkoppeln muss. Und wenn jetzt einer sagt, ja, weil er nicht weiß, wie jetzt. Nee, guck mal, Leute, hier. Das Spiel könnt ihr auch einfach einen auf so hier machen. Druckcheck. Jetzt nutzen. So, einfach so hinstellen. Was ist daran so schwierig? Bam. So geht's ja auch. Also warum macht er nicht das Gleiche, also so, wenn man eine Schnellreise zur Garage macht? Nein, da musst du mir erstmal den Auflieger abkuppeln, wieder ankuppeln, damit er dir so, den so hinstellt, oder du musst ihn halt selbst wieder ankuppeln. Ist so dumm. Naja gut, wie gesagt, die Frage ist, machen wir jetzt mal wieder so schnelle Aufträge? Mal gucken mal, was da eigentlich so alles mit dabei ist. Nutzfahrzeugchassis, ja, Helikopter zum Beispiel. Der Helikopter. Wärmetauscher. Ja, wobei, ganz ehrlich. Let's go. Einfach. Voliolo und so. Ich bin sogar. Oh, da habe ich Ding übersprungen. Verdammt! Illegale Straßenrennen! Was soll ich gerade sagen? Genau. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich stelle mal zwei Fahrer ein. Was suche ich gerade? Da, Fahrermeister. Nein, Arbeitsagentur suche ich. Das suche ich. Reinstellen. Und zwar gucken wir mal ganz kurz. Ich tendiere ja schon zu ihm, weil er schon zweimal Fernfahrt hat. Ja doch, ne? Ich glaube, den nehmen wir. Dann checken wir den nämlich mal kurz in die Wüste. Mit einem von unseren LKWs. Halt, die sind hier oben. Weil, wenn wir jetzt sowieso ein bisschen Fernfahrt machen, dann kann es ja nicht schaden. Ich stelle zumindest erstmal einen für den anderen LKW, so. Dann wird der andere LKW auch schon mal benutzt. Wobei, warte mal kurz, LKW-Manager. Ich würde dann die beide doch gerne mal halt den hier Standort ändern. Weil das soll ja dann unser LKW sein. Hä? Wieso kann ich nicht? Hä? Warum kann ich den nicht mit dem anderen tauschen? Hier kann ich die hinstellen. Aber ich kann den hier nicht mit meinem tauschen. Gut, wenn ich versuche, meinen LKW zu tauschen, geht das denn? Das geht. Okay, na gut, dann machen wir es halt so rum. Der aktuelle Auflieger wird zurückgesetzt. Genau. Bam. Jetzt haben wir nämlich den anderen Auflieger. Den anderen LKW. Und der schwarze LKW, mit dem wir gerade unterwegs waren, den kann jetzt ein anderer Mitarbeiter haben.
Da kann er sich da quasi schon mal einfahren, sag ich mal. Wenn wir den neuen LKW kaufen, wird er dann zu dem neuen LKW verschoben und hat doch sogar schon ein bisschen Erfahrung. So, ne? So war gerade so mein Gedanke. Ich muss mal kurz gucken. Ich wollte gerade gucken. Fahrradmeter. Hat er jetzt den anderen LKW? Ja, hat er, genau. Den schwarzen, ja. Werde mal den kaputt, Junge. Dann klingt aber sowas von hart kloppe. Gibt es hier jemanden, dem das ein bisschen mehr wert wäre? Die haben alle schon 5,8. Ich glaube, er kriegt meinen LKW. Ganz ehrlich, komm, warum nicht? Standort ändern. Dann kommst du nämlich mal kurz hier zu mir. Bam. So, jetzt müsste der andere... Okay, man sieht leider nicht, wo er ist. Aber müsste ich bei den Garagenmanager sehen. Genau, da ist er. Ja, okay. Jetzt halt er also so einen normalen LKW, sag ich mal. Und einen guten LKW hat ein guter Kollege. Er sieht halt auch voll sympathisch aus, Junge. Das ist... Das ist ein gesundes Lächeln. So, ne? Das. Hm. Ja. Ja, normal so. Ist überhaupt kein Lächeln. Na gut, die ist sowieso sauer auf alles so. Das vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist so typisch gestelltes Lächeln, finde ich. Das ist so. So siehst du aus, wenn du so ein Manager bist auf irgendeiner Broschüre. So einfach wegschmeißen. Samt Broschüre. Das ist auch schon wieder ein bisschen zu heftig. Das ist wieder ein gesundes Lächeln. Das ist wieder voll in Ordnung. Ha? Gut, die sieht aus, als hätte ich Drogen. Die sieht auch ein bisschen... Naja. Ne? Aber wie gesagt, das ist so ein gesundes Lächeln. Und das. So, also die beide, das sind so sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Auf jeden Fall. So, und wir machen jetzt erstmal unsere Spezialmission, Transportmission. Was haben wir überhaupt mit LKW? Ein DAF. Ah, darf es noch ein DAF sein? Entschuldigung. Wir haben einen was? Warum nutzt man für Schwerlasttransport in 4x2? Ich meine, gut, die Hauptlast übernimmt der Auflieger. Ne? Das hat er davon auch drei Achsen. Aber trotzdem. Gut, egal. Hoffentlich haben wir genug Power. Oh. Ja, und natürlich hier schon diese modernen Spiegel. Ne? So richtig alles digital aliert. Ist schon ganz geil. Was ist das für eine Kamera? Ach, da vorne. Da. Lol. Das ist natürlich sehr interessant. Aber ich hätte gerne eine Frontkamera für die Motorhaube. Die hat der LKW irgendwie nicht, ne? Der hat keine Kamera, die hier oben ist und vor die Motorhaube runterguckt. Mal kurz. Kann ich die vorhandene Kamera einstellen? Vorne. Ja, das ist die vorne Kamera. Okay. Dann so, dass man da zumindest... Ja, doch so. Alter. Nee, ich glaube, ich mache dich sogar so. Digga, das ist ja voll die verkrummte Optik, Alter. Puh. Kriegst ja Panikattacken. Oh, wie lange haben wir gar nicht? Können wir trotzdem einstellen? Die anderen Spiegel, ganz ehrlich, die sehen so eigentlich ganz in Ordnung aus. Die können so bleiben. Okay. Ja, dann. Wollen wir mal. Oh, davon sieht es aber sehr eng aus. Oh, ja, mal schauen, wird schon. Warum fahren wir nicht hier lang? Obwohl, ne, geht nicht. Geht darüber. Ja. Oh, Alter. Der Ecke wird überhaupt keine Power. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das fängt ja gut an, Alter. Oh, das geht ja gerade zufällig ganz schön bergauf. Who knows? Oh, Alter, die einfach mal die Autobahn gesperrt. Ja, moin. Wow, Alter. Ja. Sowas kommt davon, wenn man hinten nur eine Achse hat. Überhaupt keine Traktion. Der Auflieger hat mich einfach mal komplett weggeschoben. So, wenigstens geht es hier ein bisschen bergab. Können wir wenigstens ein bisschen beschleunigen. So. Bleiben wir mal bei den guten 60. Bitte links halten.
Jetzt müssen wir auch unsere Blinklämpchen anmachen. Ja, Blinklämpchen an. Gut. Alter, der Auflieger schiebt uns einfach hin und her. Der LKW hat überhaupt keine Steifigkeit. Eieiei. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, sogar zwei Spurmanöver. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Einfach mal über den roten Streifen drüber. Ja, moin. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. Oh, Alter. Der Auflieger zieht uns einfach komplett rum. So, der LKW hat mit seiner einen Achse hinten überhaupt keine Chance. Willst du nicht mal auf die linke Spur wechseln oder so? I don't know. Dass die mal jetzt im letzten Moment abbiegen müssen. Ich meine, ich verstehe es, klar, weil der Path halt da lang geht so. Aber trotzdem, es waren noch. Er war ruhig noch ein paar mehr Abzweige machen können. I don't know. Warum sind wir nicht gleich auf der Autobahn geblieben? Das hat es voll gebracht. Willst du das Tor ganz rechts, ja, okay. Ja, Junge, was los mit dir?
250 Euro, ernsthaft? Das ist ja gar nichts. Wieso fährt er immer über die toten Streifen? Was ist denn los? Hat er keine Erziehung genossen oder was? Doch. Ja, 50 Euro jetzt, 160 Euro. Oh mein Gott. Ich meine, hey, immerhin. Aber. Ich glaube, da reinfahren können wir nicht, ne? Ah, mach ich den Boot. Ey, was ist jetzt hier los? Mach ich symbolisch daneben Pause. In der Raststätte. Gütchen, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.